Playmobil, seit 40 Jahren einer der führenden Hersteller für Spielzeugwaren. Dieses Jahr hat Playmobil zum ersten Mal seine Produktpalette um ein paar Filmlizenzen erweitert. Und welche das sind, das schaue ich mir jetzt genauer an. Frau Auer, hallo, ich grüße Sie. Hallo. Ich freue mich sehr, hier bei Ihnen zu sein, bei Playmobil. Und Sie haben uns ja auch ganz tolle neue Sachen für 2017 hier mitgebracht. Was haben wir denn da? Ja, ich freue mich auch, dass Sie hier begrüßen zu dürfen auf unserem Stand. Und hier stehen wir auch schon bei unserer neuen Spielwelt Ghostbusters. Mitte Mai kommt es weltweit auf den Markt. Und es basiert auf dem Originalfilm von 1984. Und man sieht hier unsere Ghostbusters Feuerwache und natürlich mit unserem Ecto 1. Ja. Der kann dann hier parken und rausfahren und wenn dann Geisteralarm kommt, legt er dann auch los mit natürlich Lichteffekten und Soundeffekten. Und für uns ist es eben wichtig, dass wir uns sehr nah am Vorbild bewegen, aber natürlich auch, dass die alles mit unserer Playmobil-Welt kompatibel ist. Wie kamen Sie auf die neue Themenwelt Ghostbusters? Wir sind natürlich immer auf der Suche nach neuen Themen und Ideen, die unser Sortiment sinnvoll weiterentwickeln. Und wir haben natürlich viele Anfragen und Wünsche von Kindern nach Lizenzthemen und haben uns da auf die Suche gemacht. Ja. Und uns ist es eben wichtig, dass es langlebige Themen sind, die auch wirklich gut zu unserer Marke passen. Und da ist natürlich Ghostbusters ganz vorne mit dabei gewesen. Das finde ich ganz spannend, dass Sie sagen Kinder. Also Sie gehen wirklich auf die Wünsche der Kinder ein. Sie kommunizieren mit denen und holen dann das raus, was sich die Kinder gerne wünschen, womit sie gerne spielen wollen. Die stehen für uns im Mittelpunkt und uns erreichen natürlich tagtäglich immer ganz viele Briefe und Wünsche von den Kindern. Das sind bei uns, die heißen bei uns Erfinderbriefe. Und die werten wir wirklich intensiv aus, gucken uns die ganz genau an und entwickeln dadurch dann unser Sortiment dann stetig weiter. Die sind dann natürlich unsere Zielgruppe und liegen uns am Herzen. Wahrscheinlich auch die schärfsten Kritiker, Und die schärfsten Kritiker. Für welches Alter ist denn jetzt gerade das Ghostbusters-Paket so genau richtig? Wer spielt damit? Also das geht ab 6 Jahren los, da ist es dann auch von uns empfohlen. Aber es gibt natürlich nach oben hin keine Begrenzung. Es gibt uns erreichen auch viele Anfragen von erwachsenen Fans, einmal Playmobil-Fans, aber natürlich auch Ghostbusters hat natürlich auch eine große Fanbase. Also wenn der Originalfilm 84 war und die waren damals Teenager, dann sind da schon Erwachsene jetzt mit dabei, die damit spielen werden. Genau, die können das jetzt auch schon gar nicht mehr abwarten. Das ist toll, dass auch Erwachsene dann das auch noch so annehmen einfach. Ja, also wir bekommen da ganz große Resonanz in den sozialen Medien, jetzt auch, wo wir die Produkte gezeigt haben. Das kommt wirklich gut an.